Zeit für ein Duell. Ja, mein Name ist Kumi BMK. Dankeschön, dass du da bist. Wir spielen heute wieder die Runde Yu-Gi-Oh! Und zwar werden wir heute wieder die Duell-Herausforderung spielen. Duell-Herausforderung ist entsprechend so, dass der entsprechende Duellant alle Karten benutzen darf, die ihr im Spiel freigeschaltet habt. Das heißt, er darf alle Monsterkarten benutzen, alle Perlenkarten und alle Zauberkarten benutzen. Er darf alle Fusionsmonster benutzen und alle Panelmonster benutzen. Wir werden heute mal gegen Bones heute spielen. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, gegen wen wir als nächstes spielen sollen. Würde mich mega freuen. Wir starten auch gleich los, benutzen natürlich unser Kartendeck. Dann schauen wir mal, ob Bones ja heute auch neue Karten benutzt oder auch seine Karten benutzt. Was wollen wir mitnehmen? In der Maschere. Gewinn sogar. Let's go, würde ich sagen. Können wir als erstes anfangen. Sehr gutes Zeichen. Auf geht's. So, schauen wir mal an, was wir Karten bekommen. So, was haben wir denn Schönes? Okay, wir haben den verteidigungsmagischen Ritter. Krug der Gier. Mystischen Raumtofun. Stockdonaut und Kettenbumerang. Das ist ja nicht schlecht. Können wir erstmal den Ritter hier spielen. Kriegen natürlich unsere Toka rauf. Krug der Gier legen wir auch mal. Kettenbumerang, ja, können wir auch legen. Und Staubtornado. Sehr schön. So. Okay. So, Bones, du bist dran. Was machst du schön? Was zeigst du? Und? Was machst du? Rakiki. Aber wir könnten doch Staubtornado. Ja, machen wir einfach mal. Und zerstören mal die. Vielleicht können wir unsere Karte retten. Ziehen noch eine extra Karte mit Krug der Gier. Machen wir doch einfach mal. Die sagen kurz nein. Und? Okay. Okay, sagen nein. Ah, doch. Aber wir können ja die Toke benutzen. Sehr schön. Da haben wir unseren Ritter zumindest gerettet. Und wir haben selbst Rakiki bekommen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Okay, du wirfst drei Karten ab. Okay, wir sagen nein. Du machst gleich eine Fusion. Okay, Bones. Ich weiß Bescheid. Was kommt denn da raus? 2400. König des jüngsten Tages. Okay, wir sagen kurz nein. Du zahlst 2000. Okay. Du kannst ihn. Okay. Nicht schlecht. Bei uns nicht schlecht. Gibt uns 2400 Schaden. Okay, okay. Gut. Wir haben Zwangsübungsgerät. Ja, komm. Den können wir mal legen, würde ich sagen. Dann könnten wir mit Rakiki sein Monster zerstören. Sein König hier. Aber wir könnten das auch in die Hand drücken. Ich würde sagen, Rakiki behalten wir erstmal. Wenn er so zwei, drei Monster hatte, können wir die alle zerstören. Er wird wahrscheinlich gleich wieder angreifen wollen. Zahlt wieder 2000. Wir aktivieren aber unsere Karte. Und setzen seine Karte auf die Hand wieder zurück. Und dann kann er auch nicht angreifen. Wenn, außer wenn er jetzt noch ein Monster hätte. Okay, auch Ritual. Okay, okay. Holst wieder deinen König hier. Okay, und den Klangvogel. Okay, jetzt kann er aber uns ein bisschen Schaden geben. Okay, dann müssen wir gleich Rakiki spielen. Ah, gut. 3800 Schaden kriegen wir. Ah, ist nicht gut. Okay, Bones. Okay, ein Angriff und wir hätten verloren. Okay, wir spielen Rakiki. Zerstören deine beiden Karten. Sagen kurz nein. Weg damit. Aber jetzt müssen wir auch selbst den Zug beenden. Wenn er jetzt ein Monster hat, dann hat er gewonnen. Ein starkes Monster und... Er hat eine Fallenkarte oder Zauberkarte. Sehr schön. So, Herzerkarten, gib uns ein Monster. Okay, Fremde Pachi. So, gut. Dann spielen wir erstmal einen mystischen Raumtofun. Zerstören seine Karte da oben. Weg damit. Ruf der Gejagten. Oha. Und du hast ja doch deine Ritual-Karte da. Das wissen wir. Also können wir Flammi Pachi in Ruhe spielen. Magischen Armschild spielen wir auch. Und greifen dich jetzt immer an, Bones. Was sagst du denn dazu? Ja? Gib mir 1850 Schaden. Bäm, bring auf Lebenspunkte. Ha! Zwei Angriffe und du hast verloren. Aber wir brauchen am besten noch ein zweites Monster. Und? Nicht ein Monster verdeckt. Okay. Gut. Und? Herzerkarten? Okay, unser Insekt. Sehr schön. Können wir auch spielen? Okay, super. Dann können wir mit dem Insekt einfach mal angreifen. Und hoffen mal, er hat keine gute Verteidigung. 1400, das passt. Dann können wir mit Flammpatschi direkt angreifen. Sehr schön, Bones. Ha, hast verloren, ne? Hast einen sehr guten Move gemacht mit deinem 2400er Monster da. Mit deinem König. Aber ich glaube, du hast verloren. Kriegen wir noch ein Monster? Und? Schwerkraftbinder. Ja, komm, legen wir mal.
Dann greifen wir wieder mit Insekt an. Angriff. Zack, weg damit. Und Flamme Partie. Greif ihn direkt an. Tja, und wir haben das Duell gewonnen. Tja, Bones. Hast du so gedacht gehabt, dass du eine Chance gegen uns hast? Aber wir sind eindeutig besser. Gute Liebe von, ich bedanke mich erstmal wieder, dass du dabei warst. Gebt doch ein Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr passt. Und mit dem Megafon im Megaschützen. Und mit dem Megafon, wenn ihr jetzt nichts mehr bei seid, weil das heißt eine weitere Folge. Jojo. Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert. Aber los jetzt!